Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns aufgemacht nach Palamides, den Wassertempel, in den Amenoch verehrt wird, nicht unbedingt beschworen. Vielleicht auch beschworen, aber darum geht's gerade nicht. Da finden wir auf jeden Fall Amenoch. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Party ein bisschen umzustellen und modisch anders einzukleiden. Nicht, dass das wirklich einen Unterschied macht, aber... Ich wollte es mal erwähnt haben, nicht, dass mir hinterher Beschwerden zu Ohren kommen. Du veränderst nie das Kostüm. Tada. Da. And here. He's taking it all off. So muss das. Ich hätte gerne so eine Liste, wo ich wüsste, dass ich tatsächlich alles, ja, Endkampfskizze oder wie auch immer gezeigt hätte, aber ich glaube, sowas gibt's nicht. Ergo hoffe ich einfach mal, dass das meistens passt. Was allerdings auch heißen würde, ich müsste mal definitiv mehr mit unserer netten kleinen Magilu machen, denn sie ist auch noch da, aber wenn ich sie halt nie benutze, dann sieht man definitiv niemals ein Skit von ihr. Komm auch, ich mach auch, ich helfe. Ich bin eine Hilfe, ja. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich geholfen habe, aber ich war da. Der Wille zählt, nehme ich an. Der Wille zählt. Rotes Eisenkraut und eine gefährliche Begegnung der längerischen Art. Der Schuppigen Art? Nein, das stand. Komm bitte da lang, danke sehr. Hauptsache, wir haben Spaß. Und Spaß habe ich tatsächlich gerade. Das ist gut. Obwohl ich jetzt tatsächlich, nachdem ich einmal so einen Gegner getroffen habe, bin ich immer auf dem Moment, wo ich sage, jetzt aber bitte keinen von diesen richtig großen, gefährlichen, fatalen Gegnern. Aber dann wiederum, wir haben so wenig von denen bisher gesehen, das ist halt schon echt eine Tragik an sich. Weil es ja nicht so, als hätte ich selten diese Kämpfe gemacht, um extra so einen Gegner hervorzulocken. Die Blubberblasen. Ich muss schon sagen, und das waren alle Gegner, aber nein, da sind noch ein paar Oktopusse, die so ein bisschen mit Regen geschlängelt werden wollen. Ah, jetzt haben wir so eine etwas ausgewogenere Party. Da Eleanor ja eher zu den physischen Kämpfern gehört. Und Eisen so ein Mischmasch ist. Mismasch. Bleh. Er kann halt beides. Und das ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. Von daher ist das so schon völlig okay. Was haben wir denn hier Schönes? Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Ja, hätte man mal machen können. Hat nicht, was soll's. Und ja, ich sitze da wieder und muss erstmal meinen Tod einstellen, bevor ich hier irgendwie auch nur ans Kommentieren denken kann. Deswegen ich jetzt gerade erstmal auf die Fresse gekriegt habe. Typisch irgendwie, ne? Ja.
Jetzt habe ich halt das Problem gehabt, dass ich keine Seele habe. Das ist echt blöd. Also darf Rokuro angreifen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie sein Moveset momentan aufgebaut ist, aber das passt schon. Irgendwie wird das schon. Irgendwie hat er jetzt schon keine Seele mehr gehabt. Jetzt ist es wieder gut, aber vorher nicht. Meine Herren. Kann ja auch nicht immer das Problem sein, dass ich hier keine Seele kriege. Aber irgendwie ist es das. Aber jetzt ist er wieder in Ordnung, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Aber hallo. Hier ist jetzt ja die Frage, wo muss ich lang und wo will ich lang? Sozusagen. Das Typische, wenn ich da unten lang gehe, ist das der richtige Weg oder nicht? Augenscheinlich ja nicht. Also in diesem Sinne treffe ich ja hier richtig gut die Entscheidung, weil ich will ja auch eigentlich sofort weiter. Ja, insofern ist das für mich persönlich gut. Ich habe das Gefühl, dass ich echt meine Technik wieder bedenken sollte. Was mich so ein bisschen in dem Sinne stört, weil dann muss ich wieder erstmal gucken, wie passt das alles, was ist die beste Kombination. Ich bin schlecht in diesem Spiel, also was das angeht. Von mir aus auch, je nachdem, wen ich hier beobachten müsste dabei, würde ich fast sogar sagen, ich bin auch ein sehr, sehr schlechter Spieler von dem Spiel mal gemein. Auch wenn ich meinen Spaß damit habe. Nur halt, ich habe keine Ahnung, was diesen Aufbau angeht mit den ganzen Arts eben. Es ist schön, dass es viele gibt. Aber ich bin schlechter drin, wenn es darum geht, sie alle einzustellen. Und dann halt hinterher sagen zu können, ja, das war ich. Das ist meine super tolle, einzigartige Velvet macht alles platt Kombination. Nee, nicht so mein Ding. Was davon? It's an angel's blessing, as long as we win. Das sowieso. Aber was genau sollte jetzt der Fluch sein? Was war denn? Wir haben doch gewonnen, wir haben doch kein Problem gehabt. Also ich würde zwar sagen, es hat lange gedauert. Ja, das schon, aber... Wir haben doch gewonnen. Hilfe. Hilfe. Sie guckt mir in den Rock. Das war was anderes, aber... In den Rock ist ja fast noch schlimmer als unter dem Rock, glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin keine Frau, trage keinen Rock, habe keine Ahnung, was man als schlimmer bezeichnen wollen würde. Mir reicht schon, wenn ich Shorts trage. Und da möchte ich tatsächlich aber auch nicht, dass mir jemand in meine Shorts kommt. Nicht schlecht. Also das hat auf jeden Fall was. Ich wollte auch mal. Ich bin nicht so super gut mit den Dingern, aber die anderen machen die ganze Zeit mystische Arts und ich wollte auch mal. Wollte ich mal gesagt haben. Ich wollte auch mal. Und ich habe eine Technik eingesetzt. Vor allem lässt mich dieser Bilder haben, wieder komplett alleine da. Und ich habe da rum wie so ein sehr, sehr dummes kleines Pikmin. Meine kleine habe ich drin. Haha. Leider recht, sie stehen sehr weit offen, wenn sie halt ausgenommen wurden von mir. Und das war's. Oder nicht? Natürlich nicht. Himmelszorn. Schön. Duftwolkenschärpe. Auch nicht schlecht. Verstärkt Angriffe des Elements Erde. Na gut.
dann noch eine Cutscene. Also wir haben zumindest genügend, um die in Haria zu benutzen, aber fragwürdig ist halt wie immer, weil ich definitiv der Meinung bin, hier müsste irgendwo auch so eine Kiste sein. Das ist normalerweise immer. In jedem Abschnitt, der neu ist, oder in jedem Dorf, ist mindestens immer so eine Kiste. Und ich glaube, die Regel bleibt tatsächlich immer, es ist immer eine Kiste da. Das heißt, hier wird auch nochmal irgendwo eine sein, die wird wahrscheinlich an die 200 kosten. Und auch die würde ich gerne öffnen, aber dafür muss ich dann halt die Cutscenen auftreiben. Das ist halt so. Ja, an dieser Stelle werde ich jetzt so langsam den Kämpfen aus dem Weg gehen, damit wir ein bisschen Fortschritt haben. Obwohl das natürlich auch, je nachdem wie man sieht, blöde sein kann. Ihr habt ja gesehen, wir haben gerade zumindest einen neuen Gürtel gekriegt. Ich kriege durch die ganzen Kämpfe hauptweise Fluorid etc., was ich dann halt tatsächlich wieder einschmieden kann. Have you been taking care of that rhino Stagros like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino Stagros? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, all right? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy-Sack. All right. Show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word! If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Lafayette. He's already volunteered. I can do this? Just you watch! This smell is the most bad thing that ever bad-batted it! Whoa! He fainted with his eyes still open! Hey, wake up! Wake up, Bienfu! Miss Mogulu, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. With my little eyes, a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books, anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop!
good getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa! Really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible! He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Moggy Lou! That's really cool! There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I! If you really do, then say, Moggy Lou, I want to get to know you better! Moggy Lou, I want to get to know you better! All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Lafayette? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Moggy Lou, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Hey, Moggy Lou, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully, oppressively heavy. Moggy Lou, your face has gone all sinister looking. Okay. Eine Menge Inhalt. Also auf so eine ganz komische Art und Weise. In gewisser Weise würde ich jetzt gerne sehen, was sich da unter dem Buch verborgen hat, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, das ist schon, ne? Okay, cool. Alles klar. Haben wir auch darüber geredet. Anyway. Schichtkuchen. Ja, so einen Kuchen könnte ich jetzt auch essen. Jemand da, der mir einen Kuchen machen will? Nein? Okay. Ich bin auch alleine zu Hause, von daher gibt es keinen Kuchen für mich. Soll eine Schatztruhe sein? Wo denn? Es ist ja nicht so, als könnte ich auf weiter offener Strecke sehr viele Schatztruhen verpassen. Wobei es irgendwie... Ich bin immer am Rummäkeln, ich weiß, aber... Manchmal ist es ein bisschen traurig, dass das hier ein PS4-Spiel ist und die Sachen trotzdem noch aufplöppen, weil die Draw Distance nicht gut genug ist, scheinbar. Schon ein bisschen... seltsam. Aber im Endeffekt ist ja hier nicht viel. Welches Level haben wir eigentlich mittlerweile? Nur im 30er-Bereich. Wow. Das ist in gewisser Weise schon irgendwie traurig, dass wir nur im 30er-Bereich sind. Oder gut, hinterer 30er-Bereich, Anfang 40er. Am Endeffekt trotzdem nicht allzu weit. Westliches Mannanriff. Westliches? Geht das noch weiter?
Kommt jetzt noch ein ganzes östliches, südliches, was auch immer? Ich sag euch, ich ignoriere jetzt Kämpfe, weil es irgendwann zu lange dauert, ganz einfach. Punkt. Ich kann euch anders zu Tode langweilen, indem ich einfach laufe. Und so wenigstens Fortschritt in der Geschichte erreiche. Das ist zumindest der eigentliche Plan. Ob das funktioniert, wer weiß. Es wundert mich immer noch, dass wir keine Katztruhe gefunden haben. Natürlich mit dem Teleporter, da könnte ich mich jetzt zurück nach Haria bringen lassen, um die Katztruhe da zu öffnen, aber naja. Ist jetzt auch kein Muss. Da haben wir endlich die Katztruhe, wo ich die ganze Zeit schon von schwärme. 1,65, das ist gut in dem Sinne. Denn jetzt haben wir genügend, zumindest für die Inharia. Wenn Palamides ein Dungeon ist, wovon ich ausgehe, wir sind übrigens fast da, meine Herren. Hat auch nur zwei Videos gebraucht, um das gesamte Korallenrevier zu durchlaufen, mein Gott. Anyway, wenn das auch eine Katztruhe hat, und ich kann euch versprechen, ja, hat es. Soweit ich mich erinnern kann, wohl bemerkt. Dann sind 185 natürlich wieder viel zu wenig. Und danach kommen ja auch wieder welche. Da muss ich ja auch schon wieder hunderte von Kastanien ausgeben. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mir früher nicht die Zeit genommen habe, diese Kastanien zu farmen und hatte dann definitiv auch nicht alle Katztruhen geöffnet. Ich kann aber auch nicht unbedingt behaupten, dass ich es bereue, weil da sind wir wieder bei der Thematik. Richtige Kostüme gefallen mir mehr als dieses mach dir mal irgendwelche Mode-Accessoires dran und das ist dann ein Kostüm. Ist es halt für mich nicht. Ist eine nette Idee, aber ich fand die früheren Kostüme halt besser. Ja, in the direction of the temple. The feeling is getting stronger now. Ja, das ist ja schon mal gut, dass das Gefühl stärker wird. Man setzt das Ganze ja keinen Sinn, dass ich hier seit fast drei Videos, wenn man bedenkt, dass ich da hätte anfangen können, dass wir seitdem also eigentlich auf dem Weg dahin sind. Weiß nicht, ob ich mich jetzt zurück teleportieren soll? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Obwohl ich es natürlich machen könnte. Aber nein. Zumindest Tempelgebiet oder so. Weil wir gehen ja nicht in den Tempel rein. Wir gehen nur dahin, wo der Tempel ist. Ah. Tempel von Palamides, südliche Ruinen. Jawoll, ja. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen dem Spiel und Enchanted Arms, was die Bequemlichkeit des Aufnehmens angeht? Nein? Das ist der Punkt, dass ich in Enchanted Arms immer speichern kann und hier einen Speicherpunkt brauche, so wie den da. Das müsste eigentlich in Ordnung sein, wenn ich von hier nach hier jetzt wieder gehe. Ja, müsste eigentlich gut sein, denn so können wir noch diese Katztruhe wieder öffnen. Das ist zumindest schon mal etwas. Außerdem sind hier neue Skits. Warum auch immer. Die waren noch nicht da, als ich gegangen bin. Achso, das Ding ist da oben drauf. Ne? Upsi. Das ist natürlich in gewisser Weise frustrierend, dass auf einmal wieder neue da sind. Das ärgert mich in jedem Tales of Spiel, weil man sie schnell verpasst. This is all your fault for letting your tongue wag. Those Cretans already took our temple away from us. Why did you go and tell them? I never intended for this to happen, I swear. But they asked me a question, so I couldn't not answer. You should have just lied to them. Kamoana hasn't been back in days now. This is all your... So that's what happened. She asked us to look for them, because she felt guilty. Verstehe. Und was ist mit dir, mein Freund? Hey! Did you know that in our grandfather's grandfather's time, Southgand used to be an independent nation? Midgand acted nice with us at first, asking us if we wanted to form a republic. But once they realized that we didn't have a king, they changed their tune and declared war.
Well, we got rightly angry and joined together to fight them off. We met the attacking Royal Navy on the high seas. So there was a naval battle? Yeah. If we had taken them up on their initial offer, maybe we could have avoided unnecessary death. The war raged for 10 years. By the end of it, both Midgand and Southgand were in tatters. What a waste. Midgand is much larger and more powerful than Southgand. Why did the war last so long? Every time Southgand was in danger, a big storm would show up and sink Midgand's fleet. It happened many times. We Southganders started calling these storms Ominoch's Fury, or Ominoch's Divine Wind. Still, Midgand won, and Southgand was taken over, right? Yeah, but even the great Midgand was forced to recognize Southgand's demands in the face of Ominoch's Fury. Despite our loss, Midgand didn't interfere in our worship of Ominoch, or lay their hands on our temple. But now the Abbey has seized Ominoch's temple. I just hope history doesn't repeat itself. So sieht's mal aus. Noch einer da? Nein. Okay. Dann zu den beruhigenden Tönen des Meeres. Können wir jetzt noch eine Katztruhe öffnen? Tada! Und da drin ist nichts. Aber das wussten wir ja, bevor wir sie überhaupt geöffnet haben, denn wie gesagt, in jedem zweiten Ü-Ei finden wir irgendetwas Schönes. Naja, und ich muss jetzt einen kleinen Weg zurückgehen, um zum Tempel zu kommen. Das tue ich euch aber nicht an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Berseria. Dann mit dem Tempel von Palamedes. Bis dahin. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir da zu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.